Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Weiter geht's mit den ganzen Zombies im Schlepptau. Und das sind aber nicht nur drei, wie man gerade gesehen hat, sondern das sind weitaus mehr. Eine kleine Horde haben wir da, die uns auffressen möchte. Aber nachdem die jetzt alle hier unten sind, können wir uns vielleicht gleich mal den Schlagstock krallen. Okay, können wir nicht. Verdammt. Das wollte ich eigentlich, dass wir uns den jetzt schnell krallen können, aber so geht das natürlich nicht. Nun gut, dann müssen wir die mal kurzerhand irgendwie loswerden. Wir locken sie am besten mal hier in den Wald rein. In der Hoffnung, dass wir uns dann leise und heimlich zum Wagen durchschlagen können. Und natürlich auch zum Schlagstock, weil wer weiß, ob der Wagen überhaupt noch funktioniert. Beim letzten Mal hat er es ja leider nicht getan. Okay, was ist hier oben? Was ist hier oben? Damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass hier nur Pampa ist. Was ist das hier? Ein riesen Parkplatz. Ist da auch irgendwas? Sehen tue ich nichts. Höchstens hier unten vielleicht. Aber irgendwas muss hier sein. Ich sehe ein Gebäude und ich sehe Zombies. Also noch mehr Zombies, okay. Können wir hier irgendwie rein? Alles zu. Alles alles zu. Keine Chance, da reinzukommen. Vielleicht hier vorne. Ist auch zu. Nee, aber gut, dann schauen wir mal, dass wir die hier loswerden. Ein Zombie ist ja nicht schlimm. Können wir hier vielleicht hoch? Geht das? Nee, Leitern glaube ich können wir nicht hochsteigen, oder? Scheint nicht zu funktionieren. Tür öffnen stand da, aber wir können es gleich nochmal probieren. Wenn wir den hier gekillt haben. Na gut, die müssen wir auch noch kurz loswerden. Schlüssel wird ja von denen auch keiner dabei haben, oder? Nee. Tür öffnen. Okay, da will er irgendwo hingehen. Das ist aber nicht richtig. Ja, die kriegen wir so nicht auf. Wir könnten sie natürlich abbauen, gell? Dann machen wir das einfach mal. Kurzerhand. Irgendwie kommen wir schon rein in das Gebäude. Weil vielleicht können wir dann dort auch übernachten. Nachdem es jetzt fast 19 Uhr ist, hätte ich gerne eine sichere Bleibe. Bevor es dunkel wird. Ja, das schaut doch schon ganz gut aus. Was zu essen bräuchte man sowieso. Ah ja, Chips. Wunderbar. Dann nehmen wir einfach, wisst ihr was, dann nehmen wir gleich mal alle mit. Essen können wir sondern immer noch. Die Orangenlimo. Hauen wir uns gleich mal rein. Ui, ich sehe Kisten. Ich sehe richtig viele Kisten. Ihr wisst, was das heißt. Ein wahres Beuteparadies ist das wieder. Aber gut, erstmal müssen wir die Zombies hier ausschalten. Möglichst leise, versteht sich. Gut, die hat es natürlich gehört. Kommt noch einer. Okay, eine Scheibe ist zu Bruch gegangen. Weg mit dir. Weil die ist ganz schön lästig da. Die eine am Boden. Und wie lästig die ist. Ja, ich glaube, wir kriegen gleich noch mehr Gesellschaft. Schnell weiter.
Sind wir schon mal drin? Wunderbar, noch eine tot. Ui, sehr schön. Ladenregale gibt's hier auch. Und schaut euch mal die Menge an Kisten an. Das ist ja brutal. Das ist ja richtig brutal. Okay, ich sollte mich aber nicht zu sehr freuen. Ja, da ist noch ein Zombie. Denn wir müssen jetzt erstmal irgendwo pennen können. Okay, jetzt werden wir auf dem Dach hier oben. Ja, auf dem Stuhl könnte man eigentlich die Nacht verbringen. Das ist natürlich schon cool. Hier oben könnte man sich ja rein theoretisch auch eine Basis bauen. Da hätte man wirklich richtig viel Beute eigentlich gleich griffbereit, aber machen wir jetzt natürlich nicht. Aber der muss weg, der eine. Aber wenn er das Tor dort hinten zerstört, dann steht das ganze Lagerhaus sperrangelweit offen. Und da habe ich ehrlich gesagt was dagegen. Oh, das wird sowieso gleich sperrangelweit offen stehen. Der muss sterben, der Typ. Und der muss schleunig sterben. Oh, oh. Oh, oh. Verdammt. Na gut, also oben pennen können wir schon mal vergessen. Wobei, Moment einmal. Das ist vielleicht gar keine blöde Taktik, wenn wir sie hier rauslocken. Dann sind sie hier oben abgelenkt. Und wir können uns hier wieder reinschleichen. Still und heimlich. Okay, ich brauche da noch einen Stuhl, dann könnten wir hier übernachten. Oh, verdammt. Sie haben schon gemerkt, was ich vorhabe. Wir haben noch Spinde. Ah, da will auch jemand durch. Ich will mich ehrlich gesagt nicht mit den Zombies abmühen müssen. Vielleicht können wir es hier ein bisschen aussetzen und erstmal Chips futtern. Ich hoffe, das klappt. Und ich hoffe, die Zombies verfolgen mich nicht so weit. Aber wenn wir still und heimlich hier in der Ecke gekauert sitzen bleiben, soll es eigentlich gehen. Die Metallstange können wir ja nicht reparieren. Eigentlich können wir die, hoppla, gleich mal wegwerfen. Weil wir sie eh nicht mehr brauchen. Die leeren Dosen, weg damit. So, ausziehen. Gut. Das erste wäre schon mal geschafft. Hier haben wir ja nichts drin, was uns irgendwie was bringen würde. Ja, die Karte von Louisville könnte man noch lesen. Louisville. Eine Riesenstadt. Aber der eine Zombie gibt keine Ruhe. Und ob wir da dann auch wirklich gescheit übernachten können, das wage ich stark zu bezweifeln. Um ehrlich zu sein. Mann, oh Mann. Aber rausgehen? Obwohl hier ist eigentlich auch nichts kaputt, gell? Könnte sein, dass mich die Zombies gar nicht so weit verfolgen. Na gut, erstmal ganz klassisch die Flaschen wieder befüllen. Und zwar alle. Nichts überstürzen. Wir können uns auch noch säubern, beziehungsweise die Bandagen erstmal reinigen. Wir haben Zeit. Mich selber waschen, ja. Das schadet gar nicht. Wir werden zwar gleich wieder blutig werden, wenn wir uns mit den Zombies abmühen müssen, aber ein bisschen Körperpflege und Hygiene darf ja auch in der Apokalypse nicht schaden. Ist halt die Frage, wie viel Wasser da an unser Gesicht überhaupt drankommt mit der Hockeymaske.
die wir ja immer tragen, aber sei es drum. Bissal Wasser kommt schon ans Gesicht. Aber ich glaube, der Zombie oben will immer noch die Tür zerlegen. So, gewaschen wärmer. Ja. Der gibt keine Ruhe. Der hämmert da unermüdlich mit dem Kopf gegen die Tür, aber ich versuch's jetzt trotzdem mal zu pennen. Ah, okay, klappt sogar. Also das stört uns gar nicht, wenn der so einen Krach macht. Umso besser. Er versucht's aber noch immer. Der hat die ganze Nacht nicht aufgehört, hier reinzukommen, aber er ist noch nicht drin. Oh, hier gibt's Bourbon, eine Schere. Okay, Streichhölzer, Radio. Der CD haben wir auch noch. Das Problem ist, die Zombies, die da draußen sind, lassen mit Sicherheit nicht locker. Ja, da kommt schon einer. Gut, einer weniger. Die wissen anscheinend noch gar nichts. Umso besser, dann machen wir den mal kurz platt. Na komm her. Wunderbar. Das ist doch der Ranger. Der Ranger-Zombie, den wir da auf der Hauptstraße gesehen haben. Der hat mich jetzt eiskalt bis hier verfolgt. Bis hierher. Der Wahnsinn. Lässt er nicht locker. Aber nun gut. So, Schlüsselring. Noch einen einpacken. Ja, da will noch einer durch. Zack, wieder eine Geschichte. Ihr zwei seid die Nächsten auf meiner Liste. Bestens klappt es. Kommen sie natürlich aus allen Himmelsrichtungen. Aber nachdem wir gut geschlafen haben und nicht hungrig sind, macht sich das jetzt auch bemerkbar. So wie wir mit dem Hammer zudreschen. Gehst du weg von mir? Wunderbar. Noch ein Hausschlüssel. Okay. Soweit, so gut. Also fürs Erste, glaube ich, haben wir hier den Platz ein wenig gesäubert. Okay, ich nehme alles zurück. Gesäubert ist da noch lange nichts. Das Tolle wäre natürlich, wir könnten uns auch die ganzen... Verdammt, ich darf gar nicht in die Kisten reinschauen. Wir könnten uns auch die ganzen Lagerkisten hier natürlich zur Basis schaffen. Das wäre zwar richtig viel Zeug, was wir transportieren müssten, aber wir hätten die besten Kisten. Und jetzt, glaube ich, machen wir uns an das, auf das ihr auch schon, ja, auf das ihr sicherlich schon sehnsüchtig wartet. Wir schauen uns mal ein wenig um, würde ich sagen, was es hier so Schönes gibt. Wir haben einen Hammer, okay, Kelle, Schaufel, interessant. Metallplatten, Sack mit Gips. Bretter, Klebebänder, sehr gut. Aber die bringe ich schon gar nicht unter. Nicht so gut. Sack mit Gips. Okay, Farben. Noch mehr Farben. Metallstange. Ui. Wunderbar. Gleich mal ab auf den Rücken damit. Okay, Holzhammer. Farben, Farben, Farben. Pinsel. Oh, das ist viel Zeug. Oh, das ist verdammt viel Zeug.
Lötkolben. Den sollte ich mitnehmen. Da habt ihr mir mal geschrieben, dass die relativ selten sind. Eine Holzaxt hätte man da auch. Okay, die wäre eigentlich fast besser als unsere Metallstange auf dem Rücken. Machen wir es eher so, dass wir die mitnehmen. Weil so eine gute Holzaxt hat uns eh schon lange wieder gefehlt. Boah, ich kann das ganze Zeug gar nicht mitnehmen. Das ist zu viel Beute. Eine Machete haben wir da auch noch. Verdammt, ich darf gar nicht hinsehen. Gut, die müssen wir auch mitnehmen. Die müssen wir definitiv mitnehmen. Ja, Wahnsinn. Das ist ja brutal. Da haben wir sogar noch eine Schweißermaske. Okay, ich brauche definitiv einen LKW, um das ganze Zeug hier irgendwie nach Hause zu schaffen, aber ich habe leider keinen. Ich habe leider keinen und das ist das Problem. Das ist ein riesengroßes Problem. Mann, oh Mann. Eine Spitzhacke. Stimmt, die wollte ich eh schon mal mitnehmen. Weil eine Spitzhacke findet man relativ selten, finde ich. Die haben wir einmal gesehen bisher. Und dann nie wieder. Boah, das ist ja echt. Also, was es hier an Zeug gibt. Da haben wir sogar noch Saatgut, Kompostsack, Gießkanne. Ich darf mich eigentlich gar nicht so lange umsehen. Das ist immer mein Problem, weil je länger ich mich umsehe, umso mehr möchte ich das ganze Zeug haben. Okay, Fakt ist, wir sollten erstmal zum Wagen zurück. Weil irgendwie muss ich das Zeug nach Hause schaffen. Und der Wagen ist ja eh schon randvoll. Brutal. Echt brutal. Also, das ist mal ein Lagerhaus. Da bin ich sprachlos. Da bin ich wirklich sprachlos. Metallplatten haben wir auch ohne Ende. Die könnten wir brauchen, um beispielsweise unser Auto ein wenig zu reparieren. Da ist noch ein Lötkolben. Und auch der ganze Gips und Zement. Allein was das schon an Zeug ist. Muss ich nur aufpassen, weil ich glaube, der eine Zombie. Ja, genau. Dachte ich es mir noch, dass der reinkommen will, aber mit dem Tor ist er erstmal ein wenig beschäftigt. Was gibt's hier noch? Noch ein Lötkolben. Gut, nehmen wir auch mit. Da gibt es sogar einen Propangastank. Aber den bringe ich nicht mehr unter. Der ist zu schwer, um den mitzunehmen. Noch ein Lötkolben. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Da haben wir noch eine Spitzhacke. Okay, nee, ich sollte echt gehen. Ich sollte echt gehen, weil das ist ja jetzt schon abnormal, was ich eingepackt habe. Gut, die hat nichts. Ja, jetzt sind wir extrem schwer beladen, gell? Von daher, wir gehen mal langsam. Ich laufe bewusst nicht, zumindest nicht nonstop. Im schlimmsten Fall könnte man natürlich auch die Tasche einfach fallen lassen. Also den Rucksack. Aber nachdem ich Beute ungern liegen lasse, quäle ich mich da lieber ein wenig. Das Problem wird allerdings sein, ich weiß gar nicht, ob der Wagen überhaupt irgendwie noch zu retten ist. Das ist ein großes Problem. Uiuiui, gemäßigte Anstrengung. Aber nun gut.
Schön einen Fuß vor den anderen setzen, nichts überstürzen. Dann klappt es schon. Ein Großteil der Zombies sollten wir jetzt sowieso erledigt haben eigentlich. Ah, da sind wir sowieso schon wieder bei der Straße. Das ist gut. Da ist auch der Rangerwagen. Okay, Zombie. Hinter uns kommt auch noch einer. Zwei müssen wir mal kurz killen. Dann versuchen wir das kurzerhand. Einer liegt. Mann, oh Mann. Also das ist natürlich schon eine Tortur. So schwer überladen zu kämpfen, aber was tut man nicht alles? Ich sehe keine Zombies. Das ist ein gutes Zeichen. Lassen wir den erstmal kurz liegen. Und checken wir die Motorhaube. Eigentlich wird es ganz gut aussehen. Die Motorhaube ist ein wenig beschädigt, aber der Kraftstofftank, gut, der ist auch beschädigt, aber wir hätten auf alle Fälle noch Sprit, also daran kann es auch nicht liegen, dass er beim letzten Mal nicht angesprungen ist. Der Rest schaut eigentlich auch ganz gut aus. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Dass wir den hier starten können. Das gibt's doch nicht. Jetzt springt er an. Beim letzten Mal war das fast mein Untergang. Da wäre ich fast drauf gegangen, weil er nicht mehr anspringen wollte, aber jetzt springt er an. Ja, ich glaube, ich spinne. Also das muss man auch erstmal hinbekommen. Na, umso besser. Jetzt schauen wir aber noch, was es hier gab. Weil da war ja auch noch was. Genau, diese ganzen Fallen und der Baseballschläger. Das Zeug lassen wir uns auch nicht entgehen. Versteht sich ja von selbst. So, und ja, ich würde sagen, am besten machen wir uns jetzt auf den Heimweg, weil man sollte sein Glück nicht überstrapazieren. Und das habe ich definitiv. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es hier Richtung Heimat geht. Ich sage vielen lieben Dank wieder fürs Zusehen, wünsche euch was und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.